Huch, ich bin ja gar nicht allein. Hallo und herzlich willkommen im SimDeck. Mein Name ist Josef Huber. Formal bin ich Pflegewissenschaftler, gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger und auch Handwerker. Ich habe tatsächlich eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker abgeschlossen, aber ganz unter uns. Am allerliebsten bezeichne ich mich als Citizen Scientist, als Bürgerwissenschaftler. Heute ist der 18. Januar 2023. Draußen schneit's, wir sind hier im SimDeck, im Herzen von St. Gallen. In 5 Minuten bin ich drüben am Bahnhof mit Anschluss an den internationalen Fernverkehr, also wirklich zentral. Und bevor wir gemeinsam durch das SimDeck gehen, möchte ich der Roomtour hier einen Rahmen geben. Deshalb skizziere ich unser Konzept. Was ist das SimDeck? Das SimDeck ist ein Wohnlabor, eine Musterwohnung, ein Lehr- und Lernort, ein Ort der Begegnung, eine Drehscheibe für Wissen. Eigentlich ist es egal, wie wir es nennen. Wichtig ist, was wir hier tun. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Aging in Place im Kontext von Technik oder andersrum mit Technik im Kontext von Aging in Place. Es geht also um die Frage, wie ich längstmöglich im angestammten Wohnraum leben kann. Wie kann ich in meinem Quartier alt werden? Wenn wir über Technik reden, gibt es Missverständnisse. Immer. Das ist völlig normal. Wir im SimDeck nutzen den sogenannten weiten Technikbegriff. Technik ist für uns also sowohl der Gegenstand als auch eine Prozedur. Was genau bedeutet das? Wenn ich jetzt sage, dass dieses Teil ein Sensor ist und zu einem Assistenzsystem gehört, dann sind wir uns meist einig, dass es Technik ist, oder? Aber meinen wir damit auch die Algorithmen, die wir jetzt nicht sehen und anfassen können? Manche sagen, dass Technik alles ist, was einen Stecker hat. Aber denken wir dabei auch an den Akku- oder Batteriebetrieb, so wie hier bei diesem Ortungsgerät? Ja, natürlich, weil der Stecker eher ein Symbol für elektronisch und digital ist. Und dann gibt es noch Hilfsmittel wie diesen Flaschenöffner. Für manche ist es Technik, für andere nicht. Solche Dinge schauen wir uns im SimDeck an, solche Dinge schauen wir uns gemeinsam in dieser Roomtour an. In diesem Video nur in aller Kürze. Ich erstelle aber gerne einzelne Videos zu separaten Themen. Dabei lasse ich mich von Fragen und Hinweisen als Reaktion auf dieses Video leiten. Ich schweife jetzt aber ab, oder? Wo waren wir stehen geblieben? Beim Thema Technik als Gegenstand. Dieser Bierdeckel hier, der ist sicherlich nicht das Erste, was mir persönlich einfällt, wenn ich an Technik denke. Für mich ist aber Technik, genauso wie das Beratungskonzept, das hier drauf abgebildet ist, und auch die Zitationsweise hier im Kleingedruckten ist für mich Technik, weil sie mich auf kurzem Weg zum Harvard-Konzept führt. Also eigentlich nur bis zu diesem Buch, obwohl ich eigentlich die Idee meine, die hinter diesen Zeilen in diesem Buch steht. Dieses Harvard-Konzept ist als Gesprächsführungstechnik die Grundlage für unsere Fallbearbeitung, deswegen erwähne ich das Ganze. Zum Mitnehmen aber nochmal, Technik ist für uns sowohl Technik als Gegenstand, in welcher Form auch immer, als auch Handlungstechnik. Wer ist hier unser Gastgeber? Bei dieser Roomtour sind wir zu Gast an der Ost, genauer gesagt am Department Gesundheit der Ostschweizer Fachhochschule. Das SimDeck ist ein Labor der Ost, das wir in der Lehre, in der Weiterbildung, in der Forschung und auch für die Dienstleistung nutzen. Und wie ist das SimDeck entstanden? Aufgebaut haben wir das SimDeck aus dem Kompetenzzentrum Demenz heraus. Deshalb arbeiten wir sehr gerne mit Menschen mit Demenz und deren Angehörigen zusammen. Das sind Expertinnen und Experten in eigener Sache. Ich kann von diesen Menschen, genauso wie von allen anderen Menschen, sehr, sehr viel lernen. Vor allem dann, wenn wir es schaffen, den Dialog auf Augenhöhe zu führen. Unser Fokus ist also nicht auf Demenz gerichtet, sondern auf den Menschen, auf die Persönlichkeit und auf die Person. Unser gemeinsames Thema ist all das, was Aging in Place gefährdet oder all das, was Aging in Place ermöglicht. Der Fokus unserer Arbeit liegt also auf der bestmöglichen individuellen Versorgung und damit auch auf dem Dialog. Ich selbst bin Dozent an der Ost und darf in dieser Funktion das SimDeck verantworten und gestalten. Das bedeutet Kaffee kochen, Ordnung halten, Technik am Laufen halten. Das bedeutet aber auch, dass ich den Raum für den Dialog schaffen darf und schaffen muss. Und ich darf damit auch einen Schwerpunkt setzen. Und dieser Schwerpunkt liegt für mich sehr, sehr, sehr klar und sehr deutlich auf dem Wort gemeinsam, miteinander. Für mich persönlich gilt, das Leben ist zu kurz für Zankereien. Es ist völlig irrelevant, zumindest für mich, wer was zuerst gewusst hat oder wer die größte Expertise hat. Auch deshalb möchte ich hier ganz sicher nicht als Experte auftreten, so sehe ich mich nicht.
Ich möchte in diesem Video zum Dialog einladen, so wie ich auch im SimDeck zum Dialog einlade. Gemeinsam, füreinander und miteinander. Gemeinsam zu arbeiten ist mir nicht nur wichtig, weil es mehr Spaß macht, sondern weil wir es uns auch gar nicht leisten können, anders zu arbeiten. Wenn wir gemeinsam arbeiten, müssen wir nicht jeden Fehler selbst machen. Ich wünsche mir das persönlich von ganzem Herzen, dass wir uns mit offenem Herzen austauschen. Wir machen das international und es hat sich bewährt. Wir haben damit Erfolg. Es ist so schön, wenn wir gemeinsam Missverständnisse aus dem Weg räumen. Ich freue mich jedes Mal drüber, wenn ich im Netzwerk über Weiterentwicklung informiert werde. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir gemeinsam einen kleinen Schritt weiterkommen oder auch einen größeren Schritt weiterkommen. Aber dieses Gemeinsam ist so schön und zeigt das Netzwerk auf. Wir sind dieses Gemeinsam aber auch den Menschen schuldig, für die wir arbeiten. Zumindest sehe ich das so. Ich sehe das nicht nur aus meiner moralischen Verantwortung heraus so, sondern ich sehe hier auch eine fachliche Verantwortung. Es kommt jeden Tag neue Technik auf den Markt. Andere verschwindet, klar, aber ich allein kann das gar nicht auf dem Laufenden bleiben, was es da alles gibt und was es geben wird. Zudem ist die Frage, wie will ich diesen hochkomplexen Bedarfslagen gerecht werden, wenn ich nur meine Perspektive kenne. Natürlich rede ich mit Betroffenen und Angehörigen, aber andere Beratende können doch so viel Wissen reinbringen. Und wir haben das Problem, dass es an Wissen fehlt, was es an technischen Lösungen gibt. Uns fehlt die Erfahrung, wie technische Lösungen wirken kann. Damit meine ich sowohl die erwünschten als auch die unerwünschten Wirkungen. Zumindest, wenn wir in die Literatur schauen, dann fehlt uns dieses Wissen und die Erfahrung. Anders schaut es aus, wenn wir miteinander reden. Gemeinsam kennen wir alle Bedarfslagen. Zumindest, wenn es gemeinsam groß genug ist. Und gemeinsam haben wir auch alle Produkte, die es auf dem Markt gibt, schon mal in der Hand gehabt. Und gemeinsam wissen wir deshalb auch, wie die Lösungen wirken. Wir kennen also die erwünschten und die unerwünschten Wirkungen. Und deshalb lade ich gern zu dieser Roomtour ein. Ich möchte offenlegen, was ich weiß, womit ich mich beschäftige, damit wir gemeinsam in den Dialog treten können. Zumindest dort, wo wir gemeinsame Themen haben. So können wir gemeinsam lernen. Ganz nach dem Motto, wenn wir unser Wissen teilen, dann wissen wir alle mehr. Ach, und übrigens, wir haben auch einen 360-Grad-Rundgang für das SimDeck und auch für weitere Orte erstellt. Den verlinken wir natürlich sehr gerne. Ich habe mit der Begrüßung hier im Wohnzimmer begonnen, deswegen starten wir hier auch mit unserer Roomtour. Diesen Bereich widmen wir der Mobilität, der Bewegung. In dieser Ecke geht es ganz konkret um die Bewegungsförderung durch Spiele. Schlagworte sind hier Exergames, Anreizsysteme, Dual-Task-Trainings. In Kürze geht es darum, Kognition und Bewegung zu verbinden. Sei es mit Technik aus der Unterhaltungsindustrie, wie ich es hier habe, oder auch mit speziellen therapeutischen Lösungen. Anreize kann ich auch ganz mechanisch setzen. Der eine oder die andere kennt dieses Spiel hier für mehr Bewegung. Und ich kann auch ganz mechanisch, wie mit diesem Gewichtstierchen, dafür sorgen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr zur Ruhe komme. Angrenzende Themen zur Mobilität haben wir hier mit dem Bürgerlabor Sprachnotruf. Wir laden weiterhin dazu ein, mitzumachen. Hier geht es um die Frage, wie ich trotz Immobilität selbstbestimmt Hilfe rufen kann. Und dann haben wir noch ein paar Spiele in der Kommode versteckt, die wir eher in der Lehre nutzen. Wir sensibilisieren hier für die Kommunikation mit dem Schlagwort geistige Mobilität. Um es aber nochmal zu betonen, geistige Mobilität und körperliche Mobilität sind eng miteinander verwoben. Beim Thema Mobilität denken wir auch an Möbel, sei es unterstützend im Bereich der Aufstehhilfen, wie mit diesem Aufstehsessel hier, oder auch im Grundsatz mit der Frage, unter welchen Bedingungen können Möbel denn zur Barriere werden. Und weil wir aus der Forschung wissen, dass Pflanzen in vielerlei Hinsicht auch gesund sein können, denken wir auch darüber nach, was ein bedarfsgerechter Blumentopf ist. Und manchmal müssen wir auch darüber nachdenken, wann Pflanzen giftig sein können. All das hat für uns eine Relevanz im Themenfeld Aging in Place. Der Wohn-Ess-Bereich hier, der ist für uns der Ort, an dem wir das gemeinsam ganz praktisch umsetzen. Uns ist wichtig, am runden oder hier am achteckigen Tisch zu sitzen. Wir wollen eine hierarchiefreie Sitzordnung fördern. Wir sitzen hier gemeinsam am Tisch, wir arbeiten, wir tauschen uns aus, wir diskutieren und im Rahmen der Forschung beraten wir auch. Wichtig ist da aber, dass unsere forschende Beratung keinerlei Konkurrenz zu bestehenden Angeboten ist. Das wollen wir nicht sein und das können wir auch nicht sein, weil wir mit der Taktung in der Praxis gar nicht mithalten können.
Wir möchten als gemeinsames Innovationszentrum Themen vertiefen. Und mit den Kollegen aus der Praxis, aus der operativen Beratung, möchten wir in den Austausch gehen. Wir möchten das Wissen zur Verfügung stellen und im Gegenzug Kritik erhalten. Sind wir denn praxisnah genug? Sind unsere Ergebnisse nah genug an der Lebenswelt? Wir haben hier 8 verschiedene Stühle. Wir möchten, dass unsere Gäste sich einen Lieblingsstuhl aussuchen. Der Fächer hier im Hintergrund symbolisiert diesen Ansatz. Mit dem Auffächern der Lösungsvielfalt wollen wir darstellen, welche Lösungen gibt es. Und der zweite zentrale Aspekt sind dann die gemeinsamen Erfahrungen. Welche Erfahrungen haben wir bereits? Welche Erfahrungen machen wir mit diesen gemeinsamen Lösungen, indem wir die Lösung gemeinsam angucken? Daraus lassen sich Kriterien ableiten, mit denen wir die gemeinsame oder die informierte Entscheidung stärken wollen. Das ist der zentrale Punkt zum Mitnehmen. Uns geht es in unserer Arbeit um die fachlich und ethisch reflektierte, kriterienorientiert begründete Entscheidung. Langer Satz, wichtiger Satz. Um das notwendige Wissen aufzubauen, nutzen wir das Wiki-Bürgerlabor. Wir hatten das mit dem Sprachlabor im Wohnzimmer schon angedeutet. Im Bürgerlabor vergleichen wir automatisch, weil wir ähnliche Lösungen gleichzeitig und gemeinsam betrachten. So werden wir uns der Unterschiede recht einfach bewusst. Das Gleiche machen wir hier mit dem Labor PET-Flaschenöffner. Wie kriege ich eine Flasche auf? Wir haben alle möglichen verschiedenen Lösungen, die ich jetzt völlig willkürlich aus dieser Kiste rauszauber. Die verschicken wir von Ort zu Ort und unsere Frage ist nicht, was ist die beste Lösung, sondern nach welchen Kriterien entscheide ich für eine bedarfsgerechte Lösung. Hier in der Küche möchte ich aus dem Vollen schöpfen, deshalb schneide ich einige Themen nur ganz kurz an. Ich habe hier ein kleines Museum der Kaffeemaschinen, Milita-Filter, M-Pot, Coffee for One, Aram Chemex, Stil und so weiter, weil wir damit sehr schön die Bedeutung des Begriffs Bedarfsgerechtigkeit darstellen können. Es wird sehr schnell deutlich, dass es per se keine gute oder schlechte Kaffeemaschine gibt. Vielmehr ist die Frage etwa, was mag ich trinken? Espresso, Cappuccino, Filterkaffee? Wie viele Leute möchte ich bewirten? Kann ich die Maschine warten, reinigen, pflegen? Wie viel Platz habe ich in der Wohnung? Wie viel Strom darf es verbrauchen? Bei Vorratsbehältern stellt sich gern die Frage, welche kann ich mit nur einer Hand öffnen oder mit wenig Kraft? Oder wie kann ich den Behälter, den ich habe, mit einer Hand öffnen? Dann haben wir Anti-Rutschgeschirr, da ist hier so eine Gummierung am Boden eingebracht. Gibt natürlich auch Anti-Rutschmatten. Die können Menschen helfen, die Probleme damit haben, wenn der Teller unbeabsichtigt wegrutscht. Stört aber Menschen, die den Teller verschieben wollen oder wegrutschen wollen oder einfach gern das Klappern von Geschirr zur Einstimmung aufs Essen haben möchten. Manche Menschen möchten so einen Haltegriff an der Schüssel, da kann man sich vielleicht besser koordinieren. Im Gegensatz dazu sind manche Menschen froh, wenn sie ein Einhandbrettchen haben, mit dem sie mit einer Hand das Brötchen schmieren können oder einen hohen Tellerrand haben. Auch beim Besteck gibt es einige unterschiedliche Lösungen in jeder Preisliga. Gibt es so Löffel, die einen Tremor unterbinden können, wenn ich es schaffe, den einhändig anzuschalten. Gleicht das ein bisschen aus. Dann gibt es das Thema Brandschutz, da können wir über Herdabschaltungen diskutieren. Haben wir hier eine verbaut. Ich kann aber auch über Fettbrandlöschpolster reden. Wir können über Medikamentensysteme sprechen. Gibt die in groß, gibt sie in klein, gibt welche, die nur erinnern, gibt welche, die sperrig zu öffnen sind, welche, die einfach um mit deiner Hand zu entnehmen sind, gibt welche, die piepsen oder nicht piepsen. Und wegen dieser ganzen Vielfalt ist es wichtig, dass wir miteinander reden, dass ich auf Fragen und Impulse reagieren kann und zielgerichtet informieren kann über das, was wir hier haben, was wir können, wo wir auf Fragen eingehen können. Hier im Bad widmen wir uns dem Thema der visuellen Wahrnehmung. Wir haben den Spiegel hier zum Beispiel mit einer statisch haftenden Folie beklebt, verblendet. Das kann sinnvoll sein, wenn man zur eigenen Person nicht orientiert ist und erschrickt, wenn man denkt, da steht ein anderer Mensch vor einem. Ob die Lösung aber in der Praxis sinnvoll ist, was die Ansprüche der Reinigung angeht, das kann ich allein gar nicht beurteilen. Wir sind hier im Labor, das Bad wird nicht benutzt wie zu Hause.
Wir arbeiten mit Kontrasten. Das kann bei der Orientierung helfen, wenn die Sehkraft nachlässt. Kontrastreiche Frotteware, Nagellack oder Klebeband als Provisorium, farbige Toilettenbrille. Im Spital kennen wir Pflegende das Phänomen, dass die Menschen die Toilette nicht finden, weil die Nasszelle komplett weiß gehalten ist. Fliesenweiß, weiße Brille, weiße Schüssel, weiße Drückergarnitur, schwarzer Mülleimer. Und dann gibt es noch verschiedene Lösungen, um es wieder oder noch zu ermöglichen, in die Badewanne zu steigen. Das sind solche Dinge zum Beispiel, Haltegriffe. Wichtig ist aber vor allem, dass wir wieder aus der Badewanne rauskommen, nicht nur reinkommen, sondern wieder raus und dass wir dauerhaft sicher rein und rauskommen. Eine Geschichte, die für mich sehr wichtig ist und die mir sehr lehrreich war, dreht sich um diesen Haken. Der hängt da hinten seit 2 Jahren zuverlässig an der Fliese, ohne runterzufallen. Wie macht er das? Ich mache ihn an den nicht porösen Untergrund, ziehe 4-mal die Luft ab, jetzt habe ich es nur einmal gemacht, mache den Haken drauf und dann hängt das Ding bombenfest, weil es ein Vakuum aufbaut und die Luft ihn dagegen drückt. Meine Geschichte handelt aber nicht von diesem Haken, sondern davon, Lösungen beschaffen zu können, wenn man sie braucht. Und hier kann es etwa für pflegende Angehörige oder betreuende Angehörige zu viel sein, neben diesen ganzen Erfordernissen des Alltags in die Recherche zu gehen und sich über Preise und Vertriebsstrukturen zu informieren. In der Geschichte, an die ich jetzt ganz konkret denke, wäre es für alle Beteiligten, also auch für mich, das Beste und Einfachste gewesen, gemeinsam 5 Minuten in das Geschäft gegenüber zu gehen und direkt aus dem Regal die Lösung zu reichen. Habe ich nicht gemacht, stattdessen habe ich lange E-Mails geschrieben. Die wichtigste Botschaft zum Mitnehmen oder die ich mitgenommen habe, ist, dass wir vielleicht auch mal gemeinsam in der Beschaffung von Lösungen unterstützen müssen, wenn wir das Thema Aging in Place erreichen wollen. Wenn wir bei der Beschaffung von Lösungen unterstützen möchten, dann setzt das natürlich voraus, dass ich weiß, dass es eine Lösung gibt, dass ich weiß, welche Lösung ich brauche und möchte. Eine weitere für mich zentrale Geschichte, die mir im Rahmen meiner Forschung geschildert wurde, ich war also selbst nicht mit dabei, handelt von einer Person, die sich einer Chemotherapie unterzogen hat. Jetzt ist es offenbar so, dass sich bei einer solchen Krebstherapie Sensibilitätsstörungen ausbilden können. Die Person hatte gern Blusen getragen und konnte die nicht mehr zuknüpfen, weil der Tastsinn in den Fingern eben eingeschränkt war. Sie konnte Blusen nicht mehr sehen oder besser ausgedrückt, sie konnte es nicht mehr ertragen, die Blusen zu sehen und hat alle Blusen weggeworfen. Jahre später hat sie dann dieses Ding hier kennengelernt, in so einer Musterwohnung, wie das Simdeck auch eins ist. Sie hat interessiert gefragt, was denn das ist, wozu man das braucht. Dann hieß es ja, eine Knöpfhilfe. Kann man den Knopf auffädeln und zumachen eben. Da hat die Person gesagt, Mensch, das hätte mir so viel Kummer erspart. Und wie gesagt, sie hatte sehr gern Blusen getragen und hat alle weggeworfen. Und die für mich zentrale Lernbotschaft ist, dass wir Präventionspotenzial verschenken und auch Kosten aufwerfen, wenn wir nicht um bedarfsgerechte Lösungen wissen. Und damit reduzieren wir im schlimmsten Fall das persönliche Lebensglück. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir gemeinsam unser Wissen und unsere Erfahrung teilen, damit wir reflektierte Entscheidungen treffen können für ein sinnvolles Aging in Place. Hier im Schlafzimmer geht es mir um die fachliche Reflexion. Dazu möchte ich auf das Thema Sturzerkennungssysteme eingehen. Wir haben hier verschiedene und verschiedenste Systeme verbaut, auch mit verschiedenen Funktionsprinzipien. Die Anführungszeichen beim Sturz, die folgen meiner jetzigen Argumentation. Als Pflegewissenschaftler habe ich 2 zentrale Probleme. Und bitte da jetzt auch nicht falsch verstehen, das soll nicht die Leistung der Lösungen schmälern. Das erste liegt in der Definition von Sturz. In der Pflegewissenschaft definieren wir einen Sturz als erstens dynamisches Ereignis, das zu Boden gehen. Zweitens, ich komme auf einer tieferen Ebene auf, da ändert der Sturz. Und drittens ist ein Sturz unbeabsichtigt. Die ersten beiden Kriterien, die Dynamik und die tiefere Ebene, sprechen die bestehenden Systeme an, aber eben nicht das dritte. Und das ist ein Problem für mich, weil es mich in ein Dilemma bringt. Wenn ich jetzt selbst einen Sturz simuliere, dann gehe ich ja mit Absicht zu Boden. Und wegen dieser Absicht darf das System nach meiner pflegewissenschaftlichen Definition gar keinen Sturz erkennen. Gleichzeitig werfe ich mich auf den Boden, weil ich einen Sturz erwarte. Und da kann es mir leider kein Techniker recht machen, sorry. Was ich hier mit einem Augenzwinkern sage, ist aber in der Praxis ein echtes Problem. Ein Problem der Fehlalarme oder ein Problem der nicht erkannten Alarme, das ist relevant. Es gibt auch Lösungen dafür in der Praxis, aber wegen des theoretischen Dilemmas bleibt es immer ein bisschen unbefriedigend.
Es sei denn natürlich, ich lese die Gedanken, dann kenne ich die Absicht, aber damit hätte ich ein moralisches Unbehagen, wollte ich für mich jetzt nicht. Das zweite Problem liegt darin, dass wir mit dem Sturz einen Notfall adressieren. Ich habe die Gewissheit, dass dieses System funktioniert nur dann, wenn der Notfall eingetreten ist. Natürlich kann ich jetzt sagen, dass so ein System eine Versicherung ist. Ich kann auch argumentieren, dass ein Sturzerkennungssystem über den Sturzfaktor Angst auch präventiv wirken kann. Für mich bleibt es aber unbefriedigend. Wenn ich jetzt eine Alltagsfunktion einbauen würde und sei es nur, dass ich das Nachtlicht ein- und ausschalte, was einige Systeme auch haben, dann erlebe ich jeden Tag einen Alltagsnutzen und weiß, das System funktioniert. Und dieser Alltagsnutzen, der lässt sich meist besser und häufiger und geschickter evaluieren. Um das Thema für jetzt abzuschließen, die Sturzerkennung, die ist nur ein Segment in einer längeren Kette. In dieser Kette kann ich mir die Diagnose von einem Sturzrisiko genauer anschauen. Ich kann die Prävention genauer betrachten, sei es als Exergame, wie wir es im Wohnzimmer gesehen haben. Ich kann über das Thema Nachtlicht, über Schuhwerk oder Stolperfallen aller Art, das können Kabelschwellen, Stufen und Teppiche sein, da kann ich Prävention angehen, das kann vieles sein. Ich kann mir überlegen, wer im Falle von einem Sturz informiert wird und wer Hilfe leistet, wie kommt die helfende Person in die Wohnung und was sind Aufstehhilfen, die unterstützend wirken. All das sind Fragen, die fachliche Reflexion betreffen und betreffen können. Und nochmal, das soll nicht die Leistung des Sturzerkennungssystems schmälern und auch nicht die Bedeutung des Bausteins der Notfallerkennung in der Prozesskette. Wichtig ist mir, dass wir fachlich reflektieren, am besten gemeinsam, aus allen Professionen und aus allen Perspektiven heraus. Hier im Debriefing-Raum geht es um die ethische Reflexion und auch um die Vorausentwicklung. In der ethischen Reflexion folge ich einer Denktradition, die Ethik von der Moral abgrenzt. Ethik ist dabei die Methode, mit der bei moralischem Unbehagen reflektiert wird und eine Entscheidung oder ein Konsens, also eine gemeinsam getragene Entscheidung, herbeigeführt wird. Moral ist der Wertekanon, der als Maßstab verwendet wird, um zu beurteilen, ob was moralisch oder unmoralisch, also gut oder schlecht ist. Beides bezieht sich auf Werte und Werte sind knapp gesagt das, was unser Handeln leitet. Der Vollständigkeit halber, andere Denktraditionen verwenden die Begriffe Ethik und Moral gleich. Wir hören das manchmal in der Aussage, dass was unethisch sei, meistens damit das unmoralisch sein gemeint. Die vier Prinzipien der Medizinethik sind Autonomie, Schadensvermeidung, Fürsorge und Gerechtigkeit. Und ich möchte jetzt die Fürsorge, also Gutes tun, und die Schadensvermeidung rausgreifen, weil wir diese Punkte in Bezug auf Furhead diskutiert haben. Furhead ist dieser soziale Roboter. Hinter so einer Milchglasmaske ist da ein Projektor verbaut, der für die Mimik vom Furhead zuständig ist. Furhead steht für Pelzmütze. Der alte Name. Darüber raus gibt es eine Kamera, einen Lautsprecher, ein Mikrofon, ein paar Motoren. In der Summe haben wir einen sozialen Roboter, der genau das macht, wofür wir ihn programmiert haben. Programmiert wird er übrigens über Blockly, das heißt, unsere Studierenden können niederschwellig Konzepte umsetzen, indem sie puzzeln. Wir müssen also nicht hart coden. Für Menschen mit Demenz könnte man mit ihm hier Gutes tun. So war die Argumentation von Angehörigen, wenn man sie vor etwas Scham entlastet. Wenn ich die Maschine fragen kann, welche Termine ich heute habe oder welcher Tag heute ist, dann mache ich das vielleicht ohne die Scham und ohne die Angst, den Angehörigen zu belasten oder wiederholt zu fragen. Demgegenüber kann so eine Maschine Kommunikation aber auch immer in eine Sackgasse führen und damit zu Ohnmacht führen. Das würde dem Wert der Schadensvermeidung widersprechen. Wenn ich mich aufrege, die Maschine versteht mich nicht, komme ich in innere Höchsterregung rein. Wir können hier gemeinsam Fragen aufwerfen, die uns sensibilisieren. Passiert das woanders auch? Und dadurch können wir die Entscheidung im individuellen Einzelfall stärken. Und das ist das zentrale Anliegen dieses Raumes der ethischen Reflexion. Im Bereich der Vorausentwicklung denken wir über künftige Konzepte nach. Wir gehen damit über das Aging in Place im Hier und Jetzt deutlich raus. Das sind Themen wie Virtual Reality, wie Augmented Reality, wie Sprachassistenz, wie Robotik. Im Bereich der Robotik haben wir oft starke Emotionen, die raustreten, wenn wir drüber sprechen. In den Extremen geht es immer wieder um Terminator-Vorstellungen, um Kontrollverlust, Autonomieverlust und auf der anderen Seite um die Hoffnung, dass Roboter uns retten. Man merkt, dass da ein gewisser Wertebezug enthalten ist. Und ich habe hier so eine robotische Katze.
Wenn ich mir die Katze ansehe, dann merke ich, dass die ethische Reflexion häufig eingeschränkt ist. Es könnte ja sein, dass ich was falsch verstehe, da ist ein Transistor drin, ich weiß nicht, was es ist, Aktoren, Sensoren, keine Ahnung. Um dieses Problem zu verkleinern, nutze ich im Simdex sehr gern Übergänge und Überträge. Wo habe ich das moralische Dilemma noch? Hier bei der Katze geht es häufig darum, Gutes zu tun, indem man den Zugang zu einem Menschen verbessert. Konfligierend damit kann sein, dass ich Schlechtes vermeiden möchte und das ist mit dem Vorspiegeln von einer falschen Realität gemeint. Dieses Vorspiegeln einer falschen Realität kann ich auch mit dieser Handpuppe hier machen. Aber die Handpuppe im Gegensatz zur Roboterkatze ist ein technisches Artefakt, das ich mir zur Not selber basteln kann. Und sei es, indem ich meine Hand bemale oder Augen auf einen Waschlappen klebe. Mit dieser Methode des Herunterbrechens wollen wir den Diskurs fördern. Wir wollen technische Barrieren ein Stück weit aushebeln, indem wir vereinfachen. Manchmal ist es auch unzulässig vereinfacht. Wir wollen aber insgesamt die fachliche und ethische Reflexion fördern. Das dauert zwar einen Moment, bietet aber eine Chance auf eine nachhaltigere Entscheidung. Hier im Flur haben wir ein paar Ortungsgeräte mit verschiedenen technischen Dimensionen, mit verschiedenen Formfaktoren, mit verschiedenen Zielsetzungen. Damit könnten wir den ethischen Diskurs fortführen. Wir haben Ausstehhilfen, mit denen können wir den faktischen Diskurs fortführen. Aber ich möchte mich jetzt mal mit diesem Bilderrahmen hier ganz praktisch auf das Thema Wissen teilen eingehen. Ich habe ein paar Stunden investiert, um herauszufinden, wie wir Bilder von der Speicherkarte hier unten auf dem Bilderrahmen darstellen können. Und ich musste es für mich ohnehin dokumentieren, weil ich alles vergesse. Und da tut es mir nicht weh, dieses Wissen zu teilen. Im besten Fall bekomme ich einen Hinweis auf Tippfehler oder Fragen zum Verständnis. Und deshalb haben wir unsere Dokumentation an die Lösung angehängt. Die findet sich auf Wiki mit dem Suchwort Moral oder im 360-Grad-Rundgang oder im QR-Code. Der Inhalt bleibt immer der gleiche. Was wollen wir? Wir teilen unser Wissen und wir fragen uns, wer möchte mitmachen. Wir sind am Ende unserer Roomtour angekommen durch Simdex und weil ich des Öfteren schon gefragt wurde, ja, man kann die Türklinke einfach drücken und man kommt aus dem Simdex auch wieder raus. Das ist uns bei dem Thema Aging in Place auch wichtig. Wir wollen keinen goldenen Käfig erzeugen. Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen sich begegnen. Und für den Fall, dass sich noch jemand fragt, hier drüben ist die Toilette, was das komische Ding am Fenster an der Toilette ist, das ist ein automatischer Fensterschließer. Wenn der Fenstergriff oben auf Kippen steht, dann ziehe ich an der Schnur, um zu lüften. Ein Widerhaken wird gelöst, das Fenster öffnet sich. Und unter der Abdeckung ist so eine Zeitschaltuhr, mit der kann ich die Zeit einstellen, bis es sich wieder schließt. Und nach der abgelaufenen Zeit geht das Fenster zu. Das ist eine sehr tolle Sache, praktische Sache, ökologisch sinnvoll in meinen Augen. Aber ich bin schon das eine oder andere Mal heftig erschrocken, wenn ich daneben dran im Büro sitze, lese eine Studie, denke an nichts Böses und auf einmal schlägt das Fenster zu. Da weiß man, dass das Herz noch funktioniert. In diesem Sinne danke ich vielmal für das Dabeisein bei der Roomtour. Ich freue mich auf Fragen und Rückmeldungen und verbleibe wie immer, mit Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, dann wissen wir alle mehr.